Hallo, ich bin Nighthawk XMP. Heute geht's weiter mit Left 4 Dead. Ja, und ich habe, wie man hört, lacht mein Gast Fly. Ja. Ich sag Hallo. Okay, gut. Das ist jetzt schon die dritte Testaufnahme hier. Hoffentlich mal nicht versauen. Und mal sein Lachen macht uns Angst. Egal. Jetzt machen wir Spielstart. No Mercy. Ja, okay, los geht's. Ein Hubschrauber. Ja, das ist nicht lustig. Guck mal, hier hat die Stelle aus dem Trailer. Okay, nicht Trailer, bist du mal. Okay, was haben wir jetzt? Halt. Pumpgun ist halt die Waffe, die Zweitwaffe. In der von den zwei gibt es auch noch Nahkampfwaffen. Da waren die hier Heilteile, wo man andere heilen kann, wenn die Leben verloren haben, oder man sich selber heilen kann, falls man Leben verloren hat. Indem man den in die Fresse haut, ne? Genau, indem man den in die Fresse haut. Nein, eigentlich nicht. So. Höhere Genauigkeit und ziemlich. Jemand ist immer, wenn man das Level neu startet, sind die Zombies immer irgendwo anders. Gegenstände sind irgendwie immer irgendwo anders. Und das ist ja. Genau, da ist ein Klo. Es ist sauber. Es ist diesmal anders. Nee, das Klo ist zu. Aber es ist sauber. Ja, es ist sauber. Alles ist Müll, aber das Klo ist sauber. Ja, das Richtige. Genau. Fernsehen. Nö, der Schrott. Ja. Das ist schlimm. Du würdest auch nicht mehr gehen, wenn du ein paar Kugeln in dein Gesicht kriegen ja, würdest. Dann würde ich auch zum Zombie werden, wenn der Fernseher nicht mehr ginge. Genau. Ja, so. Ja, okay. Immer brav im Kreislauf. Es gibt ja auch besondere Infizierte, das sind zum Beispiel der Hunter. Zum Beispiel, das ist so ein. Vielleicht sehen wir das hier gleich. Ja, der Hunter steht da an der Seite. Da ist da einer. Steht. B, glaube ich, ne? Ja. Was bringt das denn? Hä? Was bringt das? Oder eher. Achso, das sind besondere Infizierte, du musst ein bisschen darüber reden. Ja. Das ist halt, ja, die sind anders. Die haben besondere Fähigkeiten. Der Boomer zum Beispiel, das ist so ein fettes Teil halt. Der kann nicht totreißen. Nein. Der kann aber explodieren und dann Zombies anziehen. Mhm. Weil da irgend so eine grüne Flüssigkeit hinterlässt. Ja, ja. Ja. Genau. Steckenschleim. Nur so, damit man auch schnell laufen kann. Was haben wir hier? Klopapier? Nö. So, da geht's wieder hoch. Hier geht's. Das ist hier draußen nix. Hier ist ein Boomer. Da steht schon Boomer stöhnt. Ja, da, das ist ein ja. Boomer. Halt jetzt kommen alle Zombies an. Scheiße. Das macht ein Boomer, ne? Hä? Kannst du keine Granaten machen? Ich habe aber keine. Ich muss mal finden. Okay, jetzt machen wir kurz noch mal eine Pause, um rauszufinden, ob die Aufnahme geklappt hat. Bis gleich. Und da sind wir wieder und weiter geht's. So. Der ist noch voll von der Boomerkotze. Das sieht man an der orangen halt Farbe, die um ihn herum ist. Das ist, was ist hier? Manchmal liegen hier noch in den Ecken, manchmal sowas rum. Das war ein Smoker, da zieht er mir das mit der Zunge halt an. Ja, ja sag genau. Das jetzt nichts. Ne? So. Tot. 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 Egal, was hatte Fly denn zu predigen gehabt, was er denn zu seinem Let's Playen wollte, ne? Weiß ich nicht. Tja. Ich habe gestern den Plan gemacht, Fiesta zusammen zu Let's Playen. Ja, aber trotzdem ist das. Vielleicht. Sportig. Tja. Mal sehen. Ich glaube, er ist tot. Und dann wird es hoffentlich bessere Auflage sein, wenn wir das mit Skype machen, anstatt dass er daneben unter mein Mikro schreit. Ich kann auch meinen Laptop mitnehmen. Das könntest du auch machen. Das macht es sogar da oben.
Das war das. Ja, das genau. Der schwule Zombie, ne? Genau. Der schwule Zombie. Das also. Oder zwei Teile genommen haben, ne? Okay, boop, boop. Die. Er ist schon, schießt mit der Pumpgun. Der macht solche, fängt an zu fliegen oder so. Das ist echt ein Leben. Ach, geht doch kack gerade. Und wenn man dieses Auto da vorne berührt, dann macht es halt. Das macht es dann. Der Tod lockt die Zombies an, du musst wieder lauter reden dann. Ach so. Ja, ja. Du, ja, ja. Kommt an, hier rein, schnell hopp. Pop, pop, pop. Und das Kapitel, also nicht Kapitel, sondern den Part vom Kapitel haben wir jetzt abgeschlossen dann. Wir sind sicher fürs Erste. Nein, Schritte weiter. Tja. Und weiß ich, was wir jetzt hier. Ja, verbinde ich mich erstmal. So. So nehmen, weiter verbinden und ja, lass ich die Pumpgun. Wenn es nicht anders geht. Kloppen wir ein paar Zombies runter. Stirb. Oh, wow. Batsch, 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 batsch. Nein, Batsch. Was? Ich hab gesagt, du sollst lauter sprechen. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Ja. Genau. Die rote Linie. Okay, was haben wir hier? Was haben wir da? Das ist, glaube ich, eine stärkere, glaube ich, oder? Egal, ich bin die Sniper. Sniper ist immer gut. Tja, jedenfalls, das ist mein zweites Let's Play, wie gesagt, mein erstes war Half-Life Blue Shift, und das hier ist eine Bahn. Genau, das ist eine Bahn. So, jetzt zeige ich ja mal, was ein Sniper ist. Ich weiß, was ein Sniper ist. Nein, weißt ist. Du nicht. Arsch. Deine Mutter Arsch. Was ein Sniper ist, müsste eigentlich jeder wissen. Oh, so. Achso, ich dachte schon. Wette da. Ich dachte, man wird da hier so zurückgestoßen oder so. Ich hab keine Nahkampfwaffe. Das ist Nahkampf. Hä? Eine, mit der du schneller schießen kannst. Jetzt doch hier. Duel. Ich habe gerade Schmerzmittel genommen. Das ist sowas wie. Nein, das sind keine Proben. Obwohl. Quatsch. Ja, aber ich finde irgendwie, die Sniper in diesem Spiel ist, finde ich, eigentlich ziemlich unnütz. So finde ich, weil stark ist sie zwar, aber ich finde, du kannst mit dir nur eigentlich nur ein Zombie oder so. Von Weiten ausschalten. Das finde ich passt nicht so. Granaten sind eh viel besser. Ach schon, ich habe Molotow. Ist langweilig. Rohrbombe ist gut, ne? Dann das. Hier ist irgendwo der Witch, das ist ein ganz mieser Zombie. Ich habe Witch gelesen. Ja, ja, du bist immer das, was man lesen soll. Ne? Eine Witch, die stimmt. Yay! Yeah. Tja, ja. Und wovon träumst du nachts? Sag Granate und wir werfen Molotow Cocktail. Ist da hinten die Witch? Weiß ich nicht. Mach mal Burn so Witch-mäßig.
so, du schießt auch so, so Verbündeten oder so. So einer, der gerade so überlebt hat. Das ist das, die. Oder jetzt hier nicht. Ja, ich meine, die Witch, wenn die einen angreift und spawnt, schlägt die einen sofort auf den Boden, dass einen wiederbeleben muss. Ich habe Achievement freigeschaltet. Hörnsalat. Das isst du doch so gerne, ne? Schmeckt immer gut. Tja. So. Hier irgendwo ist die, glaube ich, in diesem Raum. Los, nice. Ich konnte selber heilen, ne? Ich muss mich verarzten. Ja. Tja. Und da ist wieder ein Zombie-Mann. Ein Zombie was? Ein Zombie-Mann. Ein Smoker. Ja, ja. Ich weiß nicht, was ich früher so ein Raucher so gewesen. Deswegen hat er so einen langen Zungen. Genau. Rauchen verursacht lange Zungen. Das ist logisch. Oh, ich wusste auch noch nicht, dass das hier gibt. Das war die Witch. Ja, die liegt jetzt auf dem Boden. Das schlägt er ziemlich heftig. Ich bin tot. Okay, kein Wunder, dass ihr im Unterwäsche rumläuft. Witch halt. Ist er wieder von vorne anfangen? Tja, okay. Okay, das war dann erstmal der Teil wieder. Und ja, ich hoffe, er hat euch gefallen und ja. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Auf Wiedersehen. Euer Nightmare FTP und Fly. Fee. Genau. Ciao.